Heute verwenden wir Mammutl. Mit Lehmschelle wollte ich eigentlich machen und sagen, dann habe ich mir das im Internet angesehen und in der Meisterliga macht das wirklich null Sinn mit Lehmschelle. Ne, wirklich leider gar nicht. Spiele ich die normale oder die Krypto-Variante? Ich glaube die normale. Nochmal mit Voltolos. Für dieses Pokémon habe ich ja extra eine Top-TM ausgegeben. Und eventuell kann ich es in dem Team ein bisschen besser zum Einsatz bringen. Mit Palkia. Heute bin ich nicht so ultra komplett schwach gegen Eis. Ja, Lehmschelle wurde in dieser Season stärker in der Hinsicht, dass es mehr Energie generiert. Firihornior schon top. Okay, gegen Staloboy, ich wollte sagen, es gibt wenige Pokémon, wo man vielleicht einen kleinen Vorteil hätte. Oh, er spielt auch mit Lehmschelle. Er spielt auch mit Lehmschelle. So, wenige Pokémon, wo man einen Vorteil hätte. Nämlich beispielsweise nur so gegen Melmetal, gegen Staloboar und vielleicht noch Metagross oder so. Das wären so ein paar Pokémon, doch die sieht man nicht unbedingt ultra häufig. Ich muss schon sagen, Kyurem nimmt mich gerade ein bisschen auseinander. Elektro wegen Typ Drache nicht so effektiv, also Voltolos kann ich nicht reinholen. Und Staloboar wird noch wirklich nervig. Aber schon mal cooles Team. Jo, also hier hätte ich definitiv ordentlichen Schaden angerichtet, aber ihr seht mit Pulverschnee, da ballert man auch eine schöne Attacke raus gegen Staloboar neutral. Wirklich nur vor allem Melmetal. Ich glaube, vorrangig und vor allem gegen Melmetal wäre man richtig im Vorteil. Alle anderen, Dragoran verliert man hammerhart. Gegen alle Flug-Pokémon verliert man hammerhart. Okay, das Setup gefällt mir mal. Ich habe noch beide Schilde für Voltolos. Ich hoffe, da ist ein Pokémon drin, irgendwie Typ Flug oder so. Oh yeah, komm schon, ich meine, er wird rausquitten vermutlich, ja. Heute sieht es schon besser aus für meinen Voltolos. Donnerkan, eine Top-TM-Attacke, die garantiert den Angriff abschwächt. Und ich bin ein riesiger Fan von Dingen, die garantiert passieren. Steigerungshieb macht wenig Schaden, steigert garantiert den eigenen Angriff. Eiszeit schwächt garantiert den gegnerischen Angriff ab und so weiter. Garantierte Dinge, damit kann man rechnen, damit kann man planen. Das ist schon genial. Ich finde es wirklich gerade wild, dass genau diese Pokémon kommen, die... So, Moment mal, ich glaube, so passt es. Genau, perfektes Timing. Die paar Pokémon kommen, wo ich mit Lehmschelle besser wäre. Aber ich muss ja sowieso nicht dagegen kämpfen, damit dagegen kämpfen. Und hier wäre die Sache, Typ Flug sollte gegen Elektro eigentlich nicht sehr effektiv sein, aber die erste schilde ich mal, weil er auch geschildet hat. Denn die Drachenruten, so in Summe würde das alles schon ordentlichen Schaden verursachen. Ja, garantierte Dinge mag ich, wo der Schaden ein bisschen angepasst ist und dadurch hat man einen garantierten Effekt. Aber immer diese, vor allem diese kleinen Prozente. Okay. Bin gespannt. Boah, glaubt ihr, ich überlebe das noch? Glaubt ihr? Wow, aber so richtig. Kann ich mir noch ein bisschen Energie holen? Alter Schwede. Ha. Voltolos mal ultra stark. Ich wollte nicht wieder Voltolos so ins Forscherbild und so weiter. Ich war eher Mammutl. Aber... Okay, nein. Hätte ich nicht erreicht. Schade. Schade, hätte ich nicht mehr erreicht, aber dann schwäche ich dich hier nochmal ab. Wieso denn nicht? Das war schon mal brutal. Dann komme ich natürlich hier mit rein. Eventuell habe ich Feuer frei für einen Draco-Meteor, darauf freue ich mich schon, komm schon. Draco-Meteore. Wäre genial. Alles klärchen. Da spielt jemand mit der Event-Attacke. Ich glaube, Panzerfäuste kann man nicht mit einer normalen TM beibringen, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, er will nicht rausgehen. Er will einfach nicht rausgehen und er will sich vielleicht auch nicht abschwächen. Will er nicht.
Oh, dann drücken wir schon mal irgendwann, oder? Na und Abfahrt. Ja, vor allem gegen Lugia, weil eben die Himmelsfeger nicht so effektiv sind. Und wenn man Lugia dann schon mal ein bisschen abgeschwächt hat, dann kann Voltolos schon Dinge machen. Abfahrt, auch gegen Giratina. Gegen Giratina ist man mit Lehmschelle viel schwächer, gegen beide Giratina. Und ja, macht hier leider nicht so viel Sinn, das muss ich nicht mal testen. Ich war schockiert. Ich war wirklich schockiert, wo ich mir das angesehen habe. Man verliert alles. Es gibt kaum einen Kampf, den man dazu gewinnt, außer eben vielleicht Melmetal. Na gut. So. Perfekt. Ich bin wirklich happy, dass wir mal mit Voltolos ordentlich was gesehen haben. Hat mich auch gewundert, relativ wenige Flug-Pokémon waren unterwegs. Ich meine, gegen alle anderen vermutlich, gegen Ho-Oh, gegen Yveltal. Da sehe es nicht so einfach aus, weil ich da eine Ladeattacke definitiv schilden muss. Aber gegen Lugia? Schon stabil. Welche Flug-Pokémon haben wir noch? Ja, Togekiss ist aber in meinen Augen... Es ist vom Typ Flug, aber da denke ich irgendwie nicht dran, wenn ich von Flug-Pokémon spreche. Genau die drei Pokémon, die ich genannt habe, wo Lehmschelle stärker wäre, genau diese drei Pokémon haben wir hier. Ich finde es gerade echt wild. Und ich weiß nicht, was ich so wirklich machen soll. Von daher, na, bleibe ich da mal einfach drin. Okay. So. Bleibe ich da mal einfach drin. Und nun will ich aber irgendwie nicht schilden. Vielleicht hätte ich sofort in Mammutl reingehen sollen. Aber ich meine, Palkia kommt ja auch nicht unbedingt ultra gut an gegen Metagross. Klar, Metagross ist nicht sehr effektiv gegen mich. Eine Erdkräfte, okay. Hätte man schon schilden können? Nein, ich hätte sofort vermutlich in Mammutl reingehen sollen. Aber... Ach, die hätte ich nicht mehr erreicht. Okay, oh, schlecht getimed. Ah, das war nicht gut. Oh, doch, war gut. War gut, gratis Voltwechsel erhalten. Boah, wann drücke ich nun? Ich erreiche drüben nur noch... Egal, ich drücke so. Ich erreiche drüben nur noch Lawine. Also, ich brauche schon gute Vorarbeit an Schaden und ich drücke nochmal. Ich kann mir keinen Sofortattackenschaden mehr erlauben. Oh, das habe ich nicht gut gemacht, oder ich hätte hier schilden sollen, oder... Ah, was habe ich getan? Ich stand ja richtig auf dem Schlauch. Schauen wir mal. Was mache ich? Wir machen direkt Donnerorkan. Donnerorkan und dann haben wir eine nicht sehr effektive Lawine. Ich glaube, ich schilde hier. Aber das Problem ist, ich verliere den Gleichstand mit Mammutl. Und wenn sie nun runterfarmt... Eieiei. Okay. Ich dachte, das würde ich noch erreichen. Ei! Dann hätte ich einfach... Ach, das hätte ich gewinnen können. Das ärgert mich gerade ein wenig. Da war ich überfordert. Das ärgert mich gerade ultra hart. Aber gut. Ich hätte einen Voltwechsel und dann rüber, vermutlich, und drücken. Weil dann wäre es schon die Lawinenreichweite gewesen, oder? Nicht sehr effektive Lawine gegen ein normales Metagross, weiß ich gerade nicht. Den hätte man auf jeden Fall gewinnen können. Und Voltolos war aber auch wieder nicht so schlecht, oder? Habe ich so das Gefühl. Und wir haben wirklich alle Pokémon erwischt, wo die wenigen Pokémon erwischt, wo Lehmschelle besser wäre. Na, gegen alles andere nicht. Nicht mal gegen den blauen Wal angeblich. Nicht mal dagegen. So, Maxax. Gut für mich, weil ich habe eine Drachenattacke, du eine Kampfattacke. Okay. Mewtwo. Finde ich nicht so toll. Da weiß ich nicht, wie ich dich und so weiter habe. Gegen Voltolos wären die Konter nicht sehr effektiv, aber Elektro auch gegen Maxax nicht sehr effektiv. Boah. Ich habe mir da ein Team zusammengestellt.
welches meinen Kopf ein wenig überfordert. Muss ich schon sagen. Boah, bitte schaff nicht noch eine. Komm schon. Ich kann nicht auf null Schilde gehen. Ich überlebe die Attacke knapp, aber... Okay. Na so, und nun habe ich eine Attacke. Ich hoffe, es kommt kein Charmer rein. Ich werde eine Sofortattacke machen, dass ich reagieren kann. Bitte kein Charmer, der mich mit einem Charm besiegt und dann ist die Energie weg. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, okay. Ich habe sie genau, wie ich es befürchtet hatte. Nun aber die Sache. Wer gewinnt besser gegen Maxax, meint ihr? Ich glaube, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wie ich das machen soll. Okay. Wir ködern und dann gehe ich rüber. Weil die Konter sind natürlich gegen Mammutl effektiv. Yo. Angriff garantiert unten. Merke ich gerade noch nicht wirklich, wenn ich ehrlich sein soll. Bitte nicht, 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 bitte nicht. Dankeschön. Na und nun wird es echt tricky, weil Antikkraft wäre gegen Voltolos effektiv. Hat sie Antikkraft oder Eroas? Das ist die Frage, ich weiß echt nicht, ob ich schilden soll. Ich glaube, ich muss eigentlich schilden. Ich glaube, ich muss schilden und dann erreicht sie drüben, weil ich habe geködert, ich habe noch Energie. Nein! Nein! Boah, denkt ihr, Donnerorkan wird besiegen? Fokusstoß kann ich eigentlich nicht machen, oder? Okay. Okay. Wiederschauen und reingehauen. Das war nervig. Antikkraft. Natürlich hast du Antikkraft. Dann Boost. Ich bin froh, dass er da kommt. Ich bin wirklich froh, dass er da kommt. Mammutl gegen Maxax. Hätte ich das in Torgekiss reinholen sollen? Keine Ahnung, vielleicht. Aber die Drachen sind nervig. Wieso ist Elektro nicht so effektiv gegen Drache? Wer hat das erfunden? Nein, das ergibt schon Sinn, das geht schon klar. Na gut. Gut, gut, gut. Sogar sehr gut. Bald wird er bemerken... Oh, Moment mal. Typ Wasser ist ja hier gegen beide Typen nicht so effektiv. Hilfe, was mache ich da? Aber gerne. Das nehmen wir wirklich gerne. Diese Wale müssen bestraft werden. Das ist wirklich kein heftiger Schaden. Genau. Wir haben die Melmetall. Hier könnte ich nun locker flockig rein mit Lehmschellen... einen kompletten Schaden anrichten. Aber machen wir nicht. Die Steinhagel, die sind leider effektiv gegen Voltolos. Und die Kampfkolosse, die sind effektiv gegen Mammutl. Doch solange ich den Switch aufrechterhalten kann, könnte ich mit Elektro gegen Wasser kämpfen. Okay, er wäre mal abgeschwächt. Mal schauen, ich drücke hier und danach muss ich mich von egal was reinkommt runterfarmen lassen. Unbedingt, ich muss mich nun leider runterfarmen lassen. Okay. Drücken wir? Oh yeah. Das wird ich leider nicht besiegen, aber kein Thema. Obwohl, sollte ich mir vielleicht die KP aufheben dann, dass ich mehr farmen kann? Ah, ärgerlich. Hätte ich mir vielleicht aufheben sollen, egal. Egal, egal. Also, dass ich zum Beispiel keine Bubbles treffe oder so, das hätte man machen können. Jo, dass ich mehr Energie farmen kann. Na gut. Oh yeah, perfekt. Die Leute sind nicht gerüstet gegen Dingenskirchen. Gegen Elektro, weil wir haben in der Meisterliga eigentlich keine Elektro-Pokémon. Das ist wirklich stabil. Und vor allem, der spielt mit, ist das Windstoß oder so? Die Flugattacke heißt jedoch Windstoß, oder? Na genau, du bist schon abgeschwächt, aber wir schilden hier definitiv rein.
drücken dann nochmal die Angriffsschwächung, Angriffssenkung. Wunderbar. Wirklich, wirklich wunderbar. Wäre mit Ibeltal reingekommen, dann hätte ich ihn sofort hiermit bestraft. Komm, wir wollen hier ein bisschen nur mit zwei Pokémon gewinnen und noch einen Schild. Oh, Moment mal. Und noch einen Schild übrig. Da haben wir ja noch was. Genau. Wenn man solche einseitigen Teams baut, dann hat man Probleme, wenn man gegen dieses Pokémon kämpfen muss. Aber hier in der Meisterliga, da kann es natürlich auch oft daran liegen, dass die Leute die Pokémon nicht haben. Die Pay-to-Win-Pokémon. Rein da, fand ich echt stabil. Und genau in diesen paar wenigen Kämpfen, da wäre Lehmschelle auch wirklich stabil gewesen. Glaube ich. Obwohl gegen Melmetal, keine Ahnung, mit Kraftkoloss, da muss man ja dann vielleicht auch schilden. Und gegen Ibeltal am Ende, wenn ich da gekämpft hätte, wäre Lehmschelle aber so komplett vernichtend schlimm und schlecht gewesen. Ne, Xerneas? Okay, das ist nicht gut. Da schauen wir mal. Ne, hier hinein, was da passiert. Er bleibt schon mal noch drin. Ich glaube, ich drücke. Ich drücke und schwäche dich schon mal sofort ab. Und werde dann wahrscheinlich nicht schilden, oder? Vermutlich nicht, oder? Ich schilde, weil danach würde er vielleicht Nahkampf machen. Wieso tue ich mir das an? Hat er gerade echt mit Nahkampf geködert, so? Ich geh mal freundlicherweise davon aus, dass er einfach die Typeffektivität nicht kennt. Denn ich gerade wirklich Nahkampf gegen mich machen wollte. Würde ich nun einfach mal behaupten. Oh nö, und dann bekommt er noch Energie, na klar. Na klar, gönn dir noch ein bisschen Energie. Weil wieso auch nicht. Kann man schon mal machen. Oh, stellt euch vor, ich hätte diesen Schild noch gehabt, weil der Nahkampf hätte ihn null weitergebracht. Weil, wie wir gesehen haben, hat ein Psychostoß sowieso besiegt. Ach, war das ärgerlich. Das war wirklich ärgerlich. Da macht er einfach einen Nahkampf. Hallo. Hallöchen. Oh, bitte Gleichstand. Könnte schon ein Gleichstand gewesen sein, oder? Was meint ihr? Ich habe keine Sofortattacke gesehen. Und oh, war keiner. War keiner. Eieiei. Und er holte sich bis zum bitteren Ende Energie. Okay, da können wir wirklich, diesen Schild hätte ich noch benötigt, dann. Und nun Mondgewalt. Raff ich null. Das muss man nicht verstehen, glaube ich. Vielleicht, weil er sich nicht abschwächen wollte, aber er kann ja rausgehen. Keine Ahnung. Nahkampf gegen Voltolos habe ich nicht verstanden. Auf keinen Fall. Sie sind wieder da. Sie waren nie weg. Auf keinen Fall. Und genau meine beiden Pokémon, die dagegen hammerhart gewinnen, konnte ich nicht verwenden. Jo. Aber hey, Voltolos war wieder nicht schlecht. Ich hätte den Köder nur riechen müssen, oder ich hätte die Tatsache riechen müssen, dass er nicht gesehen hat, dass ich vom Typ Flug bin. Und man da definitiv keinen Nahkampf machen sollte, wenn man danach Mondgewalt gegen ein Palkia, welches fast keine KP mehr hatte. Okay, egal. Yo, stabil. Stabil, stabil. Genauso mit Voltolos. Bin ich da auch stabil. Und von daher weiß ich nicht. Keine Ahnung, gegen die Drachen. Klar, ich könnte immer in Mammutl rein, aber wir machen das einfach so. Und schauen, welches Pokémon er nun reinholen wird. Okay, okay. Er wartet noch, natürlich. Wie sehr ich mich geärgert hätte, wenn genau. Das war schon stabil. Oh! Wieder schauen und reingehauen. Kollege, habe ein Draco-Meteor besiegt, nicht mal ein nicht so komplett gepushtes. So, Moment mal, boah, 4er gegen 5er. Da wäre es ideal, wenn ich immer nach einer Attacke drücken kann. Das wäre da wirklich ideal. Ich
Warte noch. Okay. Die Leute sehen Voltolos und klicken links oben. Ich wollte warten, bis die Angriffssenkung von Läuterfeuer reinkommt. Dann wäre ich rüber in Mammutl gegangen. So hätten wir das gemacht. Ja, das war aber wirklich gut, dass ich nicht drüber gegangen bin, glaube ich. In dem Fall. Dann hatte ich Energie für einen Drakometor. Aber hier hätte man schon schilden können, ganz ehrlich. Ein Palkia, welches danach sowieso kaputt ist, da ködert man nicht. Da ködere ich nicht. Feuersturm oder Drakometeor und beides wäre neutral gewesen. Ach nö. Ach nö. Diesmal werde ich aber wieder schilden, weil ich treffe nicht direkt hintereinander nochmal jemanden, der auf Nahkampf geht. Das macht null Sinn. Vor allem nach einer Abschwächung. Okay. Kollege. Das wäre mal keine Antwort gegen mich. Definitiv nicht. Ne, kann ich dir nur sagen. Einmal schilden runterfarmen, so machen wir das. Ich hoffe, er geht nicht auf die Unheilsschwingen-Attacke da, aber... Na okay, und nun kann ich runterfarmen. Also, ich habe nur Glück, aber in dem Video ist Voltolos gerade heftig. Wirklich heftig. Oh, ja, ich verstehe die Meisterliga eben nicht mehr. Xerneas vorne, Zacian hinten. Ich verstehe es nicht. Soll Galeo Metagross einfach links oben, aber so spielen wir. Irgendwie schade, weil was mache ich mit Palkia? Das ist so ein bisschen die Sache. Palkia kann einpacken in diesem Dingenskirchen so und so weiter. Palkia kann komplett einpacken. Doppelt abgeschwächt, mal schauen. Die Leute sehen nicht, dass ich vom Typ Flug bin. Die Leute sehen echt nicht, dass ich vom Typ Flug bin. Die ködern gar nicht. Die gehen einfach auf Nahkampf. Weil egal welche Attacke du hast, du hättest eine neutrale, das kann ich dir garantieren. Außer du hast nur eine Attacke. So, irgendwas Neutrales wäre da schon. Denke ich mal. Okay, nun lass mich überlegen, weil Stromstoß wäre neutral. Und Mondgemalt sowieso. Ich hoffe, er kann dann nicht runterfarmen. So. Timing, so wichtig. Wirklich, Timing wichtig. Und ich glaube, ich drücke dann direkt nochmal. Ohne Timing. Oh, ich habe die Attacke noch nicht. Alter Schwede, wie genial Voltolos hier gerade ist. Aber ich kann sowieso nicht raus. Ich kann sowieso... Gut. Nahkampf abgeschwächt. Ich fahre runter und dann Abfahrt. Ja. Hoffentlich. Schnell. Mach schneller. Lade nicht so lange. Ich will nicht warten, denn nur die Harten kommen in den Garten. Weg damit. Voltolos war brutal. Ja, eventuell hatte Zacian nur eine Attacke. Wir haben keine andere gesehen außer Nahkampf. Doch ich sage euch, Voltolos hat den Typ Flug. Und da sollte man entweder Stromstoß oder Knuddler einsetzen. Auf keinen Fall Nahkampf. Vor allem, wenn ihr schon doppelt abgeschwächt seid. Also war das vielleicht davor gar kein Köder. Den ich geschildert habe gegen Feen, darf ich einfach nicht schilden. Weil die gehen auf Nahkampf. Abfahrt! Hey, hätte ich nicht gedacht, dass man hier mit Voltolos ein bisschen was machen kann. Aber hier offenbar mal ein schickeres Team gefunden, wo nicht alle drei direkt gegen einen Typen verlieren. Xerneas vorne, Zacian hinten. Top. Aber ich hätte noch eine dritte Fee reingepackt, wie so Eviltal. Ich hätte da Togekiss noch oder so. Nochmal Melmetal, es ist verrückt. Ah, hätte ich Lehmschelle, wären die alle nicht da gewesen. Da wären die wirklich alle nicht da gewesen. Nirgendwo hätte man die gefunden. Denn... Weil gegen Melmetal bin ich ultra schwach. So komplett schwach. Leider. Hier die Sofortattacke nicht sehr effektiv. Dann gegen die anderen beiden hinten hat er effektive Ladeattacken. Okay, er schwächt sich ab. Finde ich in Ordnung. Wie viel Energie will ich mir noch holen?
Hätte ich mir noch ein bisschen erholen können, eventuell. Oh, das war schön. Diese Sofortattacke war schön, dass ich die noch durchbekommen habe. Ein Knirscher. Autsch. Und die Senkung. Die war nicht nett. Ich drücke direkt blind. Denn timen kann ich mit einem Vierer-Move hier sowieso nicht gegen Melmetal, also wirklich. Ich drücke. Ich bereue gerade mein gesamtes Leben. Vielleicht Schilde da. Bitte Schilde. Komm. Ich habe Fokusstoß. Ja! Leute, ich bin nun ein Köderer geworden, okay? Nie wieder auf die richtigen Attacken gehen. Einfach nur ködern. Es wird alles geschildert. Es wird hier alles geschildert. Nie wieder die richtigen Attacken drücken. So. Kann auch Lichtkanone haben. Ich glaube, ich schilde einmal. Wirbler. Hätte ich nicht schilden müssen. Ne, kann auch Lichtkanone haben. Bilde ich mir das ein oder hat Mammutl rote Augen? Okay. Er hat die Typ-Stahl-Attacke. Lichtkanone wäre auch Typ-Stahl und effektiv. Ich habe hier noch Energie, oder? Sogar richtig viel. Energie. Na gut, dann muss er sich abschwächen, wenn er eine neutrale Attacke hier landen möchte. Ich glaube, wenn ich nicht schilde, dann haben wir gewonnen. Mal schauen. Bitte mach Panzerfäuste. Benötigt, glaube ich, auch weniger Energie. Und dann überlebe ich noch. Und dann, genau, überlebe ich noch und farme hier runter. Und rein mit dieser Attacke. Wenn mich ein Feuerodem besiegt hätte, hätte ich eigentlich draufgehen sollen. Aber ich habe irgendwie keinen Feuerodem gesehen. So. Okay, hat mich nicht besiegt. Der hat mich nicht besiegt. Und nun, aber schön, Best Buddy. Das wird noch knapp. Ich habe doch effektive Attacken. Was ist da los? Ich glaube nicht, dass er so viel Energie hat mit Feuerodem. Generiert man nicht so viel Energie. Aber Abfahrt. Rein da. Boah, Melmetal würde ich schon gern sehen. Aber ich hatte so die Befürchtung, okay, Melmetal, das einzige Pokémon mit Lehmschelle, werde ich vermutlich nicht oft... Da werde ich nicht oft drauf treffen. Aber wenn wirklich mehr Leute hier mit Panzerfäuste spielen, dann hätten die eine effektive Attacke, ohne dass sie sich abschwächen müssen. Fände ich auch richtig ungeschmeidig. Und Typ Stahl, same type Attacker Bonus, macht guten Schaden. Ja, ungeschmeidig. Dafür viel schöner für mein Palkia. Viel, viel, viel schöner. Was hat Voltolos in dem Kampf gemacht? Boah, ich kann mich gerade gar nicht erinnern. Was war da nochmal? Melmetal und dann habe ich, glaube ich, Voltolos reingeholt, oder? Ich weiß, kann mich gerade nicht... Ey, ihr könnt es euch nicht ausdenken. Macht immer das Gegenteil von meinen Gedanken. Wenn ich sage, hey, nein, doch nicht Klemmschelle, dann nehmt Klemmschelle, weil auf einmal habt ihr nur Stalobor und Melmetal. Okay, sie spielt mit Steinhagel. Aber auch wenn meine Drachenruten hier immer nicht so effektiv sind, unterm Strich finde ich hier das Melmetal-Matchup, wenn man gut timet, gar nicht so schlecht. Verliere ich in der Regel, doch dann kann ich mit irgendeinem Pokémon runterfarmen. Von daher geht es in Ordnung. Ich glaube, so machen wir das, genau. Je nachdem, wie sie nun, wann sie nun drückt, verliere ich. Und dann werde ich aber einfach gemütlich und geschmeidig runterfarmen. Aber viel bleibt mir nicht mehr. Boah, schon verlockend, weil ich hätte dann auch noch den Nassschweif, aber mache ich, glaube ich, nicht. Doch mit welchem Pokémon farme ich? Mit Mammutl würde ich bestimmt zweimal Pulverschnee reinbekommen. Mit Dingenskirchen nur einen Voltwechsel. Machen wir das hier. Und schauen, was passiert. Wie gesagt, man kann es sich nicht ausdenken. Melmetal vorne, Solgaleo hinten. Hilfe! Wo ist Lehmschelle? Keine Ahnung, wo wir die Lehmschelle haben.
Uff, ich schilde mal. Vor allem, sie hat eine Feuer-Sofortattacke. Eine Feuer ist drüben effektiv. Leider. Leider. Ach du meine Güte. Hätte ich echt nicht so erwartet. Das hätte ich wirklich nicht so erwartet. Gut. Wie verfahren wir weiter? Boah, das ist schon viel Schaden. Ja, weil meine Verteidigung auch immer sinkt. Ich bunkere mir die Attacke. Keine Ahnung, ob ich das gerade so schlau mache. Oder nicht. Ihr drittes Pokémon wird noch irgendein Stahl-Pokémon sein. Vermutlich Metagross oder so, weil ich kämpfe gerade gegen die Stahl-Arena-Leiterin. Und von daher... Eieiei. Gegen die Stahl-Arena-Leiterin kämpfe ich hier momentan. Und von daher muss ich schauen. Okay. Rayquaza. Ich verliere garantiert mit Voltolos den Gleichstand. Uff, ich hoffe, ich erreiche die Lawine. Komm schon. Okay, die hätten wir mal. Wird die besiegen gegen beide Typen effektiv? Komm schon, Mammutl! Yo! Hoho, Glück gehabt. Und hier beispielsweise... Dagegen die Lebensschelle natürlich viel schlechter. Jo. Aber gegen Solgaleo, gegen Melmetal, gegen Metagross, gegen Staloboard, das wären so die paar Pokémon. Vermutlich. Okay. Voltolos war wirklich in Ordnung. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen.